Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir heute eine Runde Sparspiele spielen werden. Genau. Aber bevor wir starten mit der Spielrunde, wollte ich euch etwas zeigen, beziehungsweise wollen wir ein bisschen organisatorischen Krams machen. Und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal bei mit. Wenn euch das nicht interessiert, skippt gerne vor zur Spielrunde. Wir spielen nachher auch. Aber ich zoome euch mal eben ein bisschen, nein, nicht rein, sondern raus. Denn ich wollte euch zeigen, was ich mir gekauft habe auf Amazon. Und zwar ist das dieses Schubladenschränkchen mit so 12 kleinen Schubladen. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Ich habe das mir, wie gesagt, bei Amazon gekauft. Und zwar wollte ich das gerne haben für meine Würfel, die hier immer an der Seite rumfliegen. Und für meine Kärtchen, die ich alle so habe. Denn die Schublade, in der sie jetzt drin sind, sieht halt immer aus wie das allergrößte Chaos. Kann ich euch mal kurz zeigen, wenn ich hier genug Platz habe. Da wollte ich mal ein bisschen aufgeräumter haben und habe lange gesucht nach hier so einer Möglichkeit. Bin fündig geworden. Das gab es eben mit 12 Schubladen, aber auch mit 9, 6 und ich glaube auch mit 4. Und genau, da dachte ich mir, nehme ich euch einfach mal mit. Vielleicht interessiert es euch ja. Genau, und wie gesagt, das ist alles unten in der Infobox verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten mal. Und zwar fangen wir mal mit den Würfeln an. Da habe ich ja hier die ich somit jetzt gerade am meisten brauche. Aber das sind natürlich nicht alle Würfel, die ich habe. Ich brauche mal irgendwie ein bisschen mehr Platz hier. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten? So. Denn ich habe hier in dieser Schublade auch noch mehr Würfel irgendwo und hier noch mehr Karten, Lose und so Zeug. Es liegt hier alles lose, genau. Und das wollte ich halt alles auch mal ein bisschen aufräumen. Auf jeden Fall sind da noch mehr Würfel drin, aber die finden wir dann gleich, wenn wir uns darum kümmern. Wir starten jetzt erstmal hiermit. Und zwar würde ich das gerne hier nach Zahlen sortieren. Das heißt, hier als erstes, also man kann es hier so, man kann es rausnehmen, die Schublade, aber man kann das hier auch so festklemmen. So, an diesen Haken, die hier oben sind. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Fällt es nicht raus. So, also als erstes starten wir mit den Viererwürfeln. Da habe ich den, den und den. Genau, und da seht ihr auch, das passt sehr gut. Also hier ist noch massig Platz drin auf jeden Fall. So, dann nach vier kommen die Sechserwürfel. Und zwar als erstes die, die ich auch regelmäßig benutze. Rosa, orange, pink, lila, grün, dann dürfen der schwarze und der weiße da noch mit rein. Ja, so erstmal. So, dann kommen die Achterwürfel. Da habe ich nur zwei Stück. Da denke ich nochmal drüber nach. Ich hätte es halt eigentlich gerne schon so in Reihenfolge, aber wir gucken mal. So, dann Zehner. Habe ich den und den und den. Zwölfer. Sind die. Zwanziger. So. Ich brauche ja auch noch Platz für die Kärtchen, ne? Okay, dann machen wir das so. Okay, dann kommen hier doch alle Sechserwürfel rein, die ich so habe. Zu den Vierern kommen diese besonderen Würfel, die ich habe. Genau, die kann man ja gut unterscheiden, wenn ich da jetzt die, also könnte man auch gut unterscheiden, ne? Egal. So. Ja, wir lassen das erstmal so. Ich weiß noch nicht. Genau. Dann habe ich hier einmal die Karten vom Drachen-Dungeon. Und ich fürchte, die sind aber zu groß. Ja. Die sind. Okay, gut. Dann müssen die hier bleiben.
So, dann bleiben die hier in dem Täschchen drin. Ist ja nicht schlimm. Wenn ich dann nur so ein Täschchen drin habe, dann habe ich nämlich noch das, das und das. Und dann habe ich auch gedacht, ob die Karten hier vielleicht auch da reinpassen. Wobei, hier die von der verlorenen Krone. Passen aber so gerade rein, ha? So. Mal testen. Ah. Wieso ist denn das Einhorn jetzt hier klemmt fest? Bei den anderen hat es ja gepasst. Na toll. Na toll. Ja, ich denke da noch mal drüber nach, ob das so, ob ich das so haben möchte oder nicht. Dann hier ist Celestias Kartenreich. Und da passen vielleicht auch die hier mit rein. Das ist von dem Highland Love Story Spiel. So. Dann hier der Obstgarten. Und hier diese Puzzleteile. Na, da klebt noch ein Magnet. Hier ist noch Kleber dran. Ja, geht so. Genau so, dann ist das schon mal leer. Das sieht schon besser aus. Das kommt hier wieder rein. Genau, hier habe ich Lose, die ich schon mal benutzt habe. Die tausche ich irgendwann mit meiner Schatzkiste aus. Die bleiben erstmal hier und dann. So, machen wir hier weiter. Hier habe ich, wie gesagt, auch noch sehr viel. Genau, das passt hier wahrscheinlich nicht rein, ne? Nee. Die passen hier alle nicht rein. Okay. Was ich hier halt noch ganz gerne drin hätte, sind hier noch die Würfel. Okay, und über diese Sache muss ich mir hier nochmal Gedanken machen, wie ich das mache. Es sind halt hauptsächlich so Lose von Spielen, die ich noch nicht angefangen habe. Ja. Okay, mhm. Ja, darüber muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich das haben möchte. Das darf hier jetzt erstmal wieder rein. Wenn es geht. So. Okay, und hier habe ich nämlich noch Würfel, die ich erstmal so nicht benutze. Zum Beispiel hier die beiden Würfel, die gab es ja beim Spukhaus dazu von Susan. Hier noch ein Plus-Minus-Würfel, der darf hier oben mit rein. Ein Farbwürfel, das darf auch hier oben rein. Mhm. Und hier habe ich noch so zwei normale Würfel. Genau, weil mir das irgendwann hier zu viel geworden ist. Aber so sieht es ja, glaube ich, ganz gut aus. So, jetzt müssen wir nur noch hier überlegen. Ja, ich werde das, glaube ich, nie wieder hier rausbekommen. Na, ich werde es ja auch nicht kaputt machen, ne? Aber oder man muss es halt irgendwie ein bisschen abschneiden, aber das ist natürlich auch zu schade. So. Ah, okay.
So, ist halt jetzt die Frage. Naja, wobei. Also wenn man da so eine drin liegen hat, dann geht's noch. Aber wenn man dann mehrere hier liegen hat und das dann so ein bisschen runterdrückt, damit alles reinpasst, ja, passt es nicht mehr. Okay, gut. Aber ist ja nicht schlimm. Dann bleiben die und das eben in der Schublade oben. Und der Rest ist dann ja schon mal hier verstaut. Und dann habe ich hier sogar noch zwei leere Fächer. Kann ich dann mal schauen, wenn ich mal irgendwie noch mal besondere Lose habe oder so, dass ich die dann nicht mit in die Schatzkiste tue, sondern damit rein. Ich guck mal. Genau, mache ich mir noch mal Gedanken. Aber so, das habe ich mir gedacht, machen wir jetzt heute mal gemeinsam. Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht hier so stehen bleibt. Ihr seht es dann zwar nicht mehr, aber es ist da. Und genau. So, jetzt spielen wir aber eine Runde. Genau, Kleingeld brauche ich noch. Habe ich hier immer in so einem Glas drin. Vielleicht tue ich hier auch mein Kleingeld rein. Dann klimpert das nicht immer so sehr für euch. Und das Glas ist sowieso viel zu groß. So viel Kleingeld habe ich nicht. Dann so. Okay, gut. Gefällt mir. So, jetzt hole ich euch wieder hier ein bisschen näher ran. Ja, so. Genau. Und wir starten. Okay, cool. Also, als erstes mit dem Topf Sonstiges. Ihr seht's. Ja, ich habe das hier nämlich, also die Box und auch hier diesen Stifterhalter bei Amazon bezahlt. Und zwar aus dem sonstigen Topf. Und der ist jetzt leer gefegt. Und weil da wieder Geld rein muss, werden wir heute hier in die Hexenjahres-Challenge die letzten 20 Euro packen. Denn ja, ich will diese Challenge sowieso beendet haben jetzt, weil ich ja, habe ich letztes Mal schon erzählt, oder also ich habe es auf jeden Fall schon mal erwähnt, dass ich hier ja nicht mehr so ganz große Lust drauf habe auf dieses Hexenthema gerade, weil ich so in Frühlings- und Sommerlaune bin und ja, dieses Düstere einfach gerade nicht meins ist. Also es wird im Herbst, Winter bestimmt wiederkommen. Ich mag sowas grundsätzlich. Aber ja, wie gesagt, jetzt gerade halt nicht. Und deswegen, ja, machen wir die fertig und dürfen da am Ende eine neue Challenge mit rein tun. Genau. Und diese 40 Euro, 45, ne? 30, 40, 45 Euro kommen jetzt hier vorne rein. Genau, deswegen habe ich die Scheine auch etwas kleiner jetzt genommen, weil ich in diesem Topf grundsätzlich eher kleinere Scheine brauche. Genau. Und ja, da kommt dann nachher eine neue Challenge rein. Und wir machen direkt weiter mit dem Obstgarten. Daher brauche ich jetzt einen normalen Würfel. Orange. Ha, ja, gefällt mir gut hier. Eine 1 und dann komme ich auf das Eis. Was auch sonst. Du machst Jeremy eine Freunde mit einem Eis. Du zahlst 3 Euro. Natürlich. Was habe ich gesagt? 3 Euro? Ja, dann können wir nochmal würfeln. Ich dachte irgendwie 5. Dann hätte das auf jeden Fall... Ja, wobei. Wir haben ja jetzt 20 Euro hier in die andere Challenge reingesteckt. Ne? Ich glaube, wir lassen es diesmal. Ich würde mich sehr freuen, hier in meinem Obstgarten ein bisschen, ja, bei den Kärtchen was abhaken zu können. Aber ich glaube, heute ist das mal so, dass das leider nicht klappt. Folienstift habe ich hier. Und die Rubbelhilfe. Und die andere Rubbelhilfe. Da. Genau. Also plus 3 sind 68 Euro. Okay. So, dann kommen wir zur Kategorie Lebensmittel und auch dort ist nur noch 1 Euro drin, beziehungsweise ich habe heute für meinen Freund und mich was von Subway geholt und musste da schon hier an das Geld vom süßen Sparcafé, also ich habe das hier rausgenommen, aber noch nicht, ja, also hier noch nicht getrackt beim Spiel, aber hier schon, genau, und deswegen, das Geld ist nämlich noch hier in meinem Portemonnaie. Ich habe 20 Euro bezahlt. Ja, musste mal sein. Wir sind heute Abend auch wieder essen, wo eigentlich ich dran bin mit Zahlen. Wir gucken mal. Ja, sonst ist der Topf halt erstmal ein bisschen im Minus, ist auch nicht schlimm. Aber
Ja, da muss auf jeden Fall auch wieder Geld rein. Und wo habe ich denn jetzt meinen Kugelschreiber? Hier ist einer. Da. Ja, irgendwie, das passt hier noch nicht. Das kann man nämlich hier so drehen, aber weil das so viele Stifte sind, ist hier auch zu wenig Platz. Also, so, minus 20, dann habe ich noch 31 Euro im Topf. Okay, also hier muss ein bisschen Geld rein. Aber was beenden können wir jetzt nicht. Das ist einfach noch zu viel. Da habe ich nämlich einmal die Luna Emilia Capo von der Susan von Gemeinsam Sparen. Genau, also 8 Euro können wir auf jeden Fall reinmachen, aber ja. Ja, ich möchte auch noch Geld für die anderen Spiele übrig haben. deswegen machen wir mal 8 Euro rein. Nein. Hier. 3 und 5. So, kann ich hier. Ja. Dann der süße Zaubertrank. Da würfel ich mal mit einem Würfel nur. Eine 6. Reicht also auch. Track ich hier eigentlich? Nee, ne? Wäre vielleicht sinnvoll, aber mal gucken. 1 und 5. Achso, zumachen brauche ich es nicht. Womit habe ich das denn hier? Hiermit habe ich es ausgemalt. Ich schreibe mir jetzt mal eben auf. Also mittlerweile hier drin habe ich, na, 50, 60, 65. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein 50-Cent-Stück. 67 Euro. Weil am Ende sollen ja 140 rauskommen. Genau. Also es ist ja schon ein bisschen mehr, was dabei rumkommt. Und dann macht es ja doch immer Sinn, ja, zu tracken. Okay. Und ich glaube, das süße Sparcafé überspringen wir mal heute. Ja. Wobei ich habe eben gesagt, in den Topf muss Geld rein. Und jetzt habe ich hier nur 8 und 6 Euro reingemacht. Ne? Wir gucken gleich mal, ob wir noch ein bisschen Geld hierfür übrig haben, dass wir hier ein, zweimal würfeln können. Aber wir machen jetzt erst weiter mit dem Autotopf. Da haben wir nämlich Celestias Kartenreich. Und da möchte ich mit Schwarz würfeln. Eine 3. 1, 2, 3. Spare 3 Euro. Und ein zweites Mal eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommen wir auf die Celestia. Nee, auf Lilly ist das. Ah. Die hier ist es. Lilly möchte dir helfen. Sie lenkt Celestia für dich ab. Wenn du das nächste Mal auf ein Kartenfeld kommst, darfst du zwei Karten ziehen. Und ich hoffe wie jedes Mal, dass ich daran denke. Aber hier sparen wir nur die 3 Euro von der Teeparty hier. Plus 3 sind 69. Das wechsle ich mir mal eben in ein Zweier. So. Okay, die Cozy Cats, die möchte ich nämlich auch jetzt demnächst beenden, weil ich sie schon sehr lange spiele und weil, ja, das Cozy Weather ist jetzt auch vorbei. Und hier spare ich als erstes 10 Euro für den Kaffee Latte. So. Mine war auf einmal so klein. So. Viel ist denn da drin? 118, ne? 10 Euro und dann, ja, nehme ich noch die 3 auf jeden Fall mit. Ja. So, seht ihr das? Das hält, Gelb ist sehr hell. Also ich kann es sehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in der Kamera rüberkommt. Ja.
Okay, also 13 Euro, das darf man hier eben trocknen. Oh. Also plus 3 macht 121. Ja, 2 Euro raus, also 12 Euro raus und 25 wieder rein. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. 120, 125, 126. Taschenrechner! der ist jetzt natürlich vergraben. Hier? Ach so. Ah, nein, ich habe meinen Fehler gefunden. Plus 3, also 118 plus 3 sind selbstverständlich 121, aber wir machen ja 13 rein. Dann sind es 131 Euro. Und dann habe ich trotzdem nur 126. Also 118 plus 13 sind 131, das ist richtig. Es hat keinen Sinn gemacht, was ich gerade gemacht habe. 50, 100, 120, 130, 131. Okay, gut. So, und das Cozy Coffee auch wieder rein. Genau, hier habe ich noch am meisten zu tun bei dieser Challenge, die wir gerade gespielt haben. Die anderen beiden sind bald beendet. Von daher, ja, habe ich da Hoffnung. Okay. Gut, lassen wir das so stehen und kommen zum schwarzen Diamanten von Alltagssparen. Genau, da sind wir ja hier auf der Suche nach den Buchstaben und ich würde sagen, wir gehen mal hier zur Tür. Da hätte man auch gut starten können, ne? Also, dass man so zur Tür reinkommt und hier eben als erstes freirubbelt. So, ich mache gleich die zwei Felder, also hier dieses und dieses. So. Und mal schauen, was sich hier verbirgt. 5 Euro und 2 Euro. Leider keine Buchstaben, also. 5 Euro und 2 Euro sind 7. Und ja, ich habe hier auch nur noch einen Fünfer liegen. Von daher nehmen wir das heute mal so. Denn ja, ich wollte heute nicht so viel Geld versparen, damit wir quasi ja auch am Ende des Monats immer noch Geld übrig haben. So, ich versuche das gerade ein bisschen irgendwie mir einzuteilen. Ja, von daher lassen wir das heute mal so. Und ich hoffe, nächstes Mal finden wir dann mal wieder einen Buchstaben. Weil wir haben bisher nur das und sonst immer nur Beträge gehabt. Ja, gut. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Buchstaben insgesamt versteckt sind. Aber ja, wir gucken mal. Okay. Also, das darf hier wieder rein. Und dann wird das hier einmal getrackt. Plus 7 sind 31. Wusste ich auch so. Oh, wenn die Kamera an ist, kann ich einfach nicht kopfrechnen. Ne? Das geht dann nicht. Ich weiß nicht. Wenn man sich ja auch so viel auf andere Sachen noch konzentriert. Ne? Also reden, also mit euch sprechen, dann gucken, dass alles im Bild ist, dass alles passt. Und ja. Okay, so, und dann dürfen wir noch eine neue Challenge aussuchen. Und ich habe da auch schon etwas im Kopf, was rein soll. Und zwar, komm her. Genau, hier für den sonstigen Topf. Und zwar dachte ich hier an diese Honig-Challenges, sag ich mal. Da habe ich einmal das Set von der Susan vom letzten Jahr und auch hier von der Niki von diesem Jahr. Genau, also die Laminierten hier sind von Niki und ich hatte durchaus Lust auf eine Würfel-Challenge.
Hier kommen, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 35, 40 Euro zusammen. Oder halt eine von denen. Die machen wir mal nicht. Wie gesagt, ich habe Lust auf Würfeln. 180 Euro ist natürlich ein bisschen sehr heavy. 150 ist aber auch viel, weil ich ja jetzt gerade nur 45 Euro in dem Topf habe. Ich meine, ich wüsste aktuell nicht, wofür ich es ausgeben sollte, aber wenn da mal was ist, was ich aus dem Topf ausgebe, dann brauche ich dann auch wieder Nachschub, sag ich mal. Deswegen, aber ich hätte schon Lust hier, 150 Euro. Oder wir machen erst die von Niki. Und wenn die abgeschlossen ist, machen wir dann die. Oder eine von den anderen. Das ist doch ein Plan. Machen wir erst was Kleines, damit quasi Nachschub kommt in den Topf rein an Geld. Und dann danach die anderen. Genau. So, das kommt hier alles wieder rein. Ach so. Okay. Ja. Das ist doch erstmal ein Plan. Genau, das ist übrigens die Sunny. Sehr schön, okay, da freue ich mich. genau, okay, gut, dann sind wir durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar und seid einfach demnächst wieder dabei, morgen. Ich lade hier jetzt 5-mal die Woche hoch, das heißt, das nächste Video kommt bereits morgen am Dienstag. Und ja, das drehe ich jetzt auch für euch. Deswegen, macht's gut, tschüss.